ein bisschen wackelig. Ja? Also da geht es für Hattenheim noch ein bisschen Bedarf. Jetzt wissen Sie auch, wo wir sind, nämlich in Hattenheim in der Kirche St. Vincentius. Und gemeinsam mit den Leuten, die hier in der Kirche sind, heiße ich Sie am Internet herzlich willkommen und freue mich, dass Sie sich eingeschaltet haben. Hattenheim hat im Moment ein kleines Problem, wenigstens in der unteren Hälfte des Dorfes, weil nämlich der Rhein sich etwas breit macht und den Leuten das Leben schwer. Manche mussten, glaube ich, schon ihre Keller ausräumen, weil es etwas gefährlich wird gerade. Und bevor die Fässer anfangen zu schwimmen, wollen wir lieber also auf Nummer sicher gehen. Wenn Sie hier in die Kirche hereinkommen, da wissen Sie, dass Sie schon im Himmel sind. Das ist der Sinn und Zweck einer Barockkirche. Und Hattenheim hat wohl im Rheingau die einzige Barockkirche, die als Ganze diesem Baustil gewidmet ist. Nicht nur einzelne Details, wie es überall in den Kirchen ist, hier im Rheingau, sondern das Ganze. Wir sind in einem himmlischen Festsaal und oben an der Decke wird das Martyrium des heiligen Vincentius gezeigt. Auch diese unangenehme Tatsache, dass er gegrillt worden ist, ist immer noch für den barocken Bildhauer oder Maler ein Grund zum Frohlocken und Jubeln. Sie wissen, er hat es geschafft. Er hat gesiegt. Ich lade Sie ein, demnächst einmal hier vorbeizukommen. Die Kirche ist den ganzen Tag offen, Gott sei Dank. Und einmal herumzuschauen, was es hier für tolle Sachen gibt. Ich mache Sie schon ein bisschen neugierig. Hier oben über dem einen Seitenaltar gibt es was Ungewöhnliches, was ich so noch nirgendwo gesehen habe. Da hat auch jemand mal so eine besonders einseitige Frömmigkeitsform gehabt. Sie können mal kommen und mal genauer schauen, was das zu bedeuten hat. Und auf der anderen Seite eine Figur, die mir besonders gut fällt, der heilige Wendelin. Der hat so eine schöne Kuh und auf der anderen Seite noch ein Schwein. Ist hier alles auch ein bisschen ländlich. Kommen Sie nach Hattenheim und wenn Sie auch heute nur über die Elektronik dabei sind, seien Sie herzlich willkommen in unserer Mitte. Weit die Pforten in der Welt. Ein König ist, der Einzug hält, umblendet von Gnade und Wahrheit. Wer von der Sünde sich gewandt, wer auch vom Todesschlafe stand, der sieht seine Klarheit, sieht ihn weithin herrlich reiten, Licht verbreiten, noch zerstreut ihr Leben, Fried und Wonne. Es jauchzt um ihn die frohe Schar, die lang in schweren Füßen war. Er
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Jesus, wir wollen dir nachfolgen und leben, so wie du in der Welt gelebt hast. Gib uns den Mut, alles aufzugeben, was uns von dir wegführt. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir sind dein Eigentum und setzen unsere Hoffnung allein auf deine Gnade. Bleibe uns nahe in jeder Not und Gefahr und schütze uns. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aus dem Buch Iob. Iob ergriff das Wort und sprach: Ist nicht Kriegsdienst des Menschen Leben auf der Erde? Sind nicht seine Tage die eines Tagelöhners?
Wie ein Knecht ist er, der nach Schatten lechzt, wie ein Tagelöhner, der auf seinen Lohn wartet. So wurden Monde voll Enttäuschung mein Erbe, und Nächte voller Mühsal teilte man mir zu. Lege ich mich nieder, sage ich, wann darf ich aufstehen? Wird es Abend, bin ich gesättigt mit Unrast, bis es dämmert. Schneller als das Weberschiffchen eilen meine Tage. Sie gehen zu Ende ohne Hoffnung. Denkt daran, dass mein Leben nur ein Hauch ist. Nie mehr schaut mein Auge Glück. Wort des lebendigen Gottes. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, wenn ich das Evangelium verkünde, gebührt mir deswegen kein Ruhm, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber nicht frei steht, so ist es ein Dienst, der mir anvertraut wurde. Was ist nun mein Lohn? Dass ich unentgeltlich verkünde und so das Evangelium bringe und keinen Gebrauch von meinem Anrecht aus dem Evangelium mache. Obwohl ich also von niemandem abhängig bin, habe ich mich für alle zum Sklaven gemacht, um möglichst viele zu gewinnen. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Aber alles tue ich um des Evangeliums willen, um an seiner Verheißung teilzuhaben. Wort des lebendigen Gottes. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, liebe Schwestern und Brüder. Wer ist schuld an Corona? Die Chinesen? Irgendwelche obskuren Forscher, die in irgendwelchen Laboren irgendwas zusammengebraut und gedoktert haben? Trump? Bolsonaro? Der Mensch, der die Kranken infiziert hat? Wer ist schuld an Corona? Niemand. Niemand ist schuld an Corona. Wir haben in unserer Gesellschaft in der Zwischenzeit so eine Mentalität bekommen, dass jeder auf irgendeine Art und Weise verantwortlich ist für die Krankheiten, die er abbekommt. Krebs, du hast irgendwie schlecht gelebt. Herz-Kreislauf, wärst du mal joggen gegangen? Wir sind jeden Tag konfrontiert mit der Schuldfrage. Jeden Tag stellt sich irgendeine moralische Instanz vor uns und sagt: Hättest du mal besser. Verantwortung, ja. Schuld, nein. Viele Leute gehen daran kaputt, dass sie sich zerfleischen mit der Schuldfrage. Hab mit einem Mitbruder gesprochen, dessen Eltern krank sind, geht jede Woche nach Hause und fragt sich jedes Mal: Bringe ich ihnen das Unheil? Wir leben schon seit einem Jahr unter erschwerten Bedingungen, weil wir ständig uns fragen müssen: Bin ich schuldig? Natürlich wird das nicht nach außen ausgesprochen, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der niemand schuldig ist. Aber innen, in der verborgenen Herzensfalte,
Da hat sich der Zweifel eingenistet. Vielleicht sind wir doch schuld. Ist nicht Kriegsdienst das Leben eines jeden Menschen alle Tage? Fragt Hiob. Ja, Kriegsdienst, weil unser inneres Räderwerk den ganzen Tag arbeitet und wir nie gelassen sein können. Immer stellt sich uns die Frage, könnte es noch besser gehen? In der kommenden Woche am 11. Februar ist das Fest der Erscheinung unserer lieben Frau in Lourdes. Seit einigen Jahren wird an diesem Tag der Welttag der Kranken gefeiert. Was ist dort geschehen in Lourdes? Die Gottesmutter erscheint, sie sagt, ich bin die unbefleckte Empfängnis, eine Quelle entspringt und seit dieser Zeit ist nicht nur die Quelle, sondern auch der ganze Ort ein Gnadenstrom in die Kirche hinein. Das Besondere ist, dass die Gottesmutter erscheint als die unbefleckt Empfangene. Man traut sich in der katholischen Kirche dieses Wort schon fast überhaupt nicht mehr auszusprechen, weil man immer sofort moralisch denkt. Aber es geht nur darum, hier wird das gesunde, heile Konzept, das Gott vom Menschen hat, vorgestellt. Ich bin die unbefleckt Empfangene heißt nicht, du musst noch besser werden, sondern werde das, was du sein sollst. Werde heil. Und natürlich ist das toll, dass jedes Jahr wieder Menschen geheilt werden und zur körperlichen Gesundheit zurückfinden. Aber noch viel wichtiger ist, dass die Menschen zur seelischen Gesundheit zurückfinden. Krank macht das Innere, wenn es in Unordnung geraten ist, wenn es nicht mehr heil ist, heil von Gott her. Jesus kommt und er hätte alle heilen können, aber er geht nur zu ein paar wenigen, um deutlich zu machen, Gott will das Heil für alle, aber er hebt die Welt nicht aus ihren Angeln. Sein Auftreten ist ein Angebot. Ein Angebot, ruhig zu werden, gelassen in seiner Nähe. Wir sind aufgescheucht. Wir werden jeden Tag durch Hiobs Botschaften durcheinander. Kollegin sagt zu mir, ich müsste mal weniger Nachrichten schauen. Wie schafft Jesus das? Diese eine Stelle im Evangelium macht mich stutzig. Da ist er in seiner Kraft, im galiläischen Frühling, aber es ist kein Selbstläufer. Es ist nicht so, dass er sagt, oh, ich bin jetzt so gut und jetzt heile ich die Welt und stell die auf den Kopf. Vielmehr ist es so, dass er immer und immer an diesen einsamen Ort geht, um zu beten. Seine Kraft ist nicht aus ihm, sondern anvertraut, von oben, von Gott her. Er ist kein Macher, sondern er gibt das weiter, was ihm anvertraut ist. Und so alle, die sich in der Kirche in den Dienst der Heilung gestellt haben. Angefangen von Maria, der unbefleckt Empfangenen, über die vielen unzähligen Menschen im Lauf der Kirchengeschichte,
die eine andere Kultur geprägt haben. Ohne das Christentum, so haben wir es ja auch in Kalkutta gesehen, als Mutter Teresa aufgetreten ist, würden die Leute weggeworfen wie Dreck. Nachfolge Jesu macht nicht kraftlos. Auch wenn ich Ja und Amen sage, setzt das in mir Energie frei. Wenn ich sehe, wie viel Energie zum Beispiel durch die Gemeinschaft Cenacolo freigesetzt wird, die in unserer Pfarrei eine besondere Rolle spielt. Hier werden Menschen heil durch Beten, Rosenkranz und durch Arbeit. Ein uralt christliches Rezept. Und durch Liebe. Weil die Menschen, die dort wirken, die Erfahrung gemacht haben, Jesus der Heilende ist auf mich zugegangen. Haben Sie keine Angst, sich Jesus anzuvertrauen. Er war kein Schlaffi, Sie werden nicht schlaff, sondern stark. Anders stark, als was vielleicht die Gesellschaft an Erwartungen an Sie heranträgt. Aber ein Vorteil hat unsere Zeit auf jeden Fall. Man darf exotisch sein. Haben Sie Lust, Jesus zu folgen, sich von ihm heilen zu lassen und sich dann selbst in den Dienst der Heilung zu stellen? Folge mir nach, sagt er heute zu mir und zu Ihnen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gelobt sei Jesus Christus. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitze zu Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Schwestern und Brüder, Jesus Christus ist der Heiland und Erlöser. Ihn bitten wir. Lass sie erkennbar sein als Dienerin der Kranken, Sterbenden und Trauernden. Lass sie erkennbar sein als Anwältin des Lebens in all seinen Phasen.
Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Die gegenwärtige Pandemie hat viele Unzulänglichkeiten der Gesundheitssysteme und Mängel bei der Betreuung Kranker ans Licht gebracht. So beten wir für alle jene, die im Gesundheitssystem Einfluss haben. Der Mensch und nicht der Profit sei ihnen ständig vor Augen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle Menschen, die sich in schwerer Krankheit die Frage nach dem Sinn stellen, möge ihr Rufen und Schreien zu dir dringen. Gib dich ihnen, wie einst dem Dulder Hiob, in ihrer Schwäche zu erkennen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die sich um deiner Liebe willen der Kranken annehmen, für alle, die die Sterbenden bis zum Ende begleiten, für alle, die im Bestattungswesen für einen würdigen Abschied sorgen, bewahre sie vor Verzweiflung und erhalte ihnen die Kraft. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Die Feier der Heiligen Messe wird heute im Internet übertragen. Wir beten in den Anliegen all jener, die heute nicht hier sein können, mit denen wir aber im Netz und im Herzen verbunden sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Unsere besondere Bitte gilt in der Pandemie allen Kranken, allen Trauernden, den Pflegekräften, den Ärztinnen und Ärzten, den Seelsorgerinnen und Seelsorgern und allen Verstorbenen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Familien August Ettingshausen, Wilhelm und Felix Racke, für Marlies und Siegfried Eisenrauch und Norbert Racke und für alle, deren Leben fertig gewoben wurde, die durch den Tod zu dir gerufen wurden. Vollende sie. Lass sie das Muster erkennen und führe sie ins Leben. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus Jesus, wir glauben daran, dass Gott dich gesandt hat. Bis zum Ende hast du auf Gott, deinen Vater, vertraut. Und dieses Vertrauen legst du heute in uns. Er schenkt uns einen anderen Blick auf die Menschen und auf die Welt. Lob sei dir in Ewigkeit. Jesus.
Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer wohlgefällig werde vor Gott, dem Allmächtigen. Der Herr nehme das Opfer aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Amen. Herr unser Gott, du hast Brot und Wein geschaffen, um uns Menschen in diesem vergänglichen Leben Nahrung und Freude zu schenken. Mach diese Gaben zum Sakrament, das uns ewiges Leben bringt, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebt die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen. Den Menschen aber hast du auf dein Bild hin geschaffen und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast ihn bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir, seinem Herrn und Schöpfer, zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche, als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten würde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib
und ein Geist werden in Christus. Ja, mach uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihrem Bräutigam, dem seligen Josef, mit deinen Aposteln Petrus und Paulus und allen Aposteln, mit dem heiligen Vinzentius und der heiligen Margarete und allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Schütze deine Kirche auf ihrem Pilgerweg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Georg und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier Versammelten. Führe zu dir auch all deine Töchter und Söhne, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Schwestern und Brüder, aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit. Und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tisch sitzen in deinem Reich. Durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre. Jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Achte nicht auf unsere Sünden, schau vielmehr auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Um der Liebe Christi willen, gebt euch ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen. Selig, die zum Mahl des Lammes geladen sind, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Thank you.
Lasst uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns teilhaben lassen an dem einen Brot und dem einen Kelch. Lass uns eins werden in Christus und Diener der Freude sein für die Welt. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. Nix. Ja, ist ein bisschen eingeschränkt, weil wir nichts machen dürfen. Wenn wir könnten, wie wir wollten, ja, würden wir jeden Tag Ihnen eine Veranstaltung anbieten, aber wir dürfen es halt gerade nicht. Ja? Es ist ja Fasnachtszeit, machen Sie es ein bisschen schön in Ihrem Herzen. Ja? Genau. Junge Leute haben ja schon sehr dafür gesorgt, dass es heute schon ein bisschen humoristisch in der Kirche war. Die Farben haben ein bisschen gewechselt. Ja? Das ist eine neue Ästhetik, an die wir uns erst noch als ältere Menschen gewöhnen müssen. Ja? Aber ja, stimmt, Finn, ihr macht schon richtig. Ja. Gut, dass es euch gibt, euch Streamer, Stromer. Ja. Wenn Sie übrigens da draußen das Auto sehen, das ist da unten so ein Kastenwagen, das ist nicht das FBI, ja. Das ist die Schaltzentrale der Macht, wo die da alle Hebel in Bewegung setzen. Also ich bin immer wieder erstaunt, jedes Mal mehr Equipment, jedes Mal professioneller, einfach super. Morgen, ganz bewährt und traditionell, aber trotzdem aktuell, eucharistische Anbetung um 17.15 Uhr und um 18 Uhr Heilige Messe. Herzliche Einladung. Der Herr sei mit euch. Der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, bewahre eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. Das gewähre euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Maria mit dem Kindedieb.